Muri Demir und Moritz Breuer bemerken auf ihrer Fußstreife in Köln-Riel einen handfesten Streit. Ich glaube, da müssen wir nochmal nachfragen. Moin, moin. Hallöchen. Hallo. Einmal ein bisschen runterfahren. Einen wunderschönen guten Tag. Warum streiten Sie sich denn so laut? Das ist meine Hose, die will einfach meine Hose klauen. Zuerst. Wie, du hattest die zuerst? Das ist mein Eigentum, das ist meine Hose. So einer nach dem anderen. Lassen Sie die Dame erstmal aussprechen. Wie kommen Sie dazu, dass das Ihre Hose ist? Ja, ich habe meine Sachen vorhin gewaschen und jetzt auf einmal sind meine Sachen hier in der Mülltonne. Ja. Das sind meine Arbeitssachen, die sind alle, die kann ich ja gar nicht mehr benutzen. Und jetzt sehe ich dann hier diese Frau, die einfach meine Sachen wegnehmen will. Sie kennen sich gar nicht? Nee, ich kenne sie nicht. Ich kenne nur meine Hose und das ist hier. Gut, und was sagen Sie dazu? Genau, wollte ich kurz sagen. Ich bin von der Arbeit gekommen und habe halt hier die Kleidung gesehen und ich fand die halt zu schade. Ganz langsam. Zu schade zum Wegwerfen und dann habe ich. Also Sie haben die Kleidung hier schon im Mülleimer liegen. Ja, ich kam von der Arbeit und dann lagen die hier schon und dann habe ich mir ein paar Sachen genommen, weil ich dachte, wenn sie draußen liegen, kann ich sie nehmen. Ja, genau. Ja, das ist auch zu schade. Die wollte ich ja nicht wegschmeißen. Sie haben sie ja nicht weggeschmissen, wie Sie ja gesagt haben. Sie wissen jetzt aber auch nicht, wie die da reinkommen. Nee. Dann haben sie, die sind ja noch ein bisschen nass, weil Sie haben hier gerade mit der nassen Hose ein bisschen getroffen. Einmal kurz die Ausweise, damit wir auch wissen, mit wem wir sprechen. Und haben dann die Frage dabei an Sie, die Waschmaschine. Steht die bei Ihnen in der Wohnung? Nee, oder im Keller. Wir haben einen Waschkeller. Ein Waschkeller. Also könnte theoretisch jeder hier im Hause darauf zugreifen. Ja. Genau, geben Sie mal den Kollegen. Haben Sie irgendwie einen Mitbewohner, einen Freund, Freundin? Ja, ich wohne in einer WG. In einer WG. Und sonst irgendwie sich mit Nachbarn in letzter Zeit angelegt? Ja, eine Nachbarin wird mir da einfallen, die sich auch immer darüber beschwert, dass ich meine Wäsche irgendwie mittags wasche. Aber ich habe halt gar keine andere Möglichkeit. Ach so. Mittags waschen, weil ihr das zu laut ist, oder? Ja. Okay. Eine Augen. Dann kann ich mir echt vorstellen, dass die was damit zu tun hat, weil die sich halt wirklich. Weil sie mit ihr nicht so klarkommt. Sonst mit den anderen, die hier im Hause wohnen, kommt gar nicht keine so Probleme. Ja. Gar keine Probleme. Okay. Das ist jetzt hier alles so dreckig. Ich lass mal den Kollegen mal kurz mal abfragen. Ja, da fragt er mal kurz ab. Und alles andere klemmen wir mal im Nachhinein. Die Polizisten werden später noch eine brisante Entdeckung machen. Moritz Breuer fragt die junge Gelegenheitsdiebin zuerst über die Leitstelle ab. Sie wurde noch nie straffällig. Wenn jetzt nichts weiteres vorliegt, kann sie im Prinzip nach Hause. Die Gut. Sachen lässt sie hier. Ja, noch einmal, um uns abzusichern. Also Sie sind letztlich davon ausgegangen, dass die Sachen quasi herrenlos sind, also einfach weggeworfen worden sind. Ja. Ich dachte, dass das zu schade ist, weil ich die schön fand. Und ja, wenn das nicht so ist, dann. Na gut. Entschuldige ich mich. Ja, müssen Sie bei der Dame machen, nicht bei mir. Kann ja nicht wissen. Haben Sie angenommen? Ja, klar. Ja. Wunderbar, Frau Schneider, dann wäre es das von uns. Sie werden entlassen hier an Ort und Stelle. Okay, tschüss. Die verdächtige Nachbarin der Kellnerin putzt gerade im Hausflur. Muri Demir fällt etwas an der 54-Jährigen auf. Er fragt sie aber erst, ob sie die Wäsche weggeworfen hat. Natürlich habe ich keine Wäsche von dieser Mutter. Wie kommt sie denn da drauf? Wer soll das denn sonst gewesen sein? Das beschwert sich doch hier niemand. Ich bin eine von ihren Freundinnen. Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Ich war es nicht. Ich habe hier nur Sorge zu tragen, dass das Treppenhaushaube ist. Waren Sie gar nicht unten heute im Waschsalon? Waschsalon, wollte ich sagen, hier im Waschkeller? Nein, was soll ich denn da? Ich habe meine Wäsche alle zwei Wochen, das ist getan. Sie sind am Trocken am Wischen hier, ne? Ich kehre. Gut, okay. Weil ich gerade sehe, ein bisschen nass sind Sie geworden. Oder haben Sie geschwitzt? Wahrscheinlich nicht. Oder waren Sie gerade unten oder oben? Oder haben Sie nasse Wäsche getragen? Okay, ich gebe zu, ich habe die Wäsche da reingeschmissen. Ja. Mit dem Hintergrund, weil Sie sagen, Sie fühlen sich gestört quasi. Nein, ich komme auf das sind ja ganz anderen Hintergrund. Ganz anderen Hintergrund. Wenn ich jetzt wir mal da zur Waschmaschine gehen, Sie glauben ja gar nicht, was ich hinter der Waschmaschine gefunden habe. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wollen wir mal gucken gehen? Das machen wir. Wollen Sie vorgehen und wir kommen hinterher? Was sollen Sie da gefunden haben? Das wissen Sie doch wohl am besten, was ich da gefunden habe. Hallo? Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Lassen Sie mal zusammen gucken. Ja? Gerne. Genau, gehen Sie mal vor. Ladies first und wir kommen hinterher. Doch. Junge Frau, Sie wissen doch auch, wo Ihre Waschmaschine steht. Ja, gehen Sie ruhig vor. Wie gesagt, ist ja kein Weltuntergang. Zeigen Sie uns das. Alles wird gut. So, hier stehen also alle unsere Waschmaschinen. Ja, das hier ist meine. Schön. Hier hatte ich halt die nasse Wäsche drin, die anderen, die auf dem Boden waren, waren. Und dahinter soll sich was befinden, sagten Sie? Was denn? Ja, dann schaue ich mal. Willst du mal gucken? Ja. Eine Tüte. Und jetzt kommt. Ist da was Spitzes drin, wissen Sie das? Oder? Nö, nö. Können Sie ruhig rausnehmen. Aha. Ganz interessant. Schau mal, Mori. Oh ja, was ist das? Gewürze, oder? Nee. Ja, nicht, glaube ich. Nee, so wie es riecht. Nach Gewürzen sieht es da nicht aus, ne? Nee, den Geruch kennen wir. Was ist da denn? Da kann man rauchen. Frau Münzner, was sagen Sie denn dazu? Das kann man in jedem Fall konsumieren und es sind keine Gewürze. Also ich würde jetzt. Ich wasche hier nur meine Wäsche. Ich weiß gar nicht, woher diese Tüte kommt. Dahinter war noch nie irgendwas hinter meine. Ich meine, ich gucke ja natürlich auch nicht hinter meine Waschmaschine. Ich wasche einfach nur Ich nehme die erstmal an mich und Sie sagten. Ja.
gut. Ich nehme das jetzt, erstmal zur Kenntnis. Ich meine, letztlich ist es Ihre Waschmaschine. Okay, hier hat jetzt jeder Zugriff darauf, sagen wir es mal so. Aber der Verdacht liegt jetzt erstmal nahe, dass Sie da unten mitunter vielleicht im Zusammenhang stehen. Dementsprechend belehre ich Sie jetzt erstmal vorsorglich. Sie brauchen sich zu der Sache auch nicht mehr einzulassen, könnten aber jetzt natürlich auch an der Aufklärung hier mitwirken. Wer hat denn hier sonst noch Zugriff? Sie sagten, Sie hätten eine Mitbewohnerin. Ja, das ist die Frau, also die Daria, die wohnt auch mit mir oben und die müsste auch eigentlich zu Hause sein. Die müsste auch zu Hause sein. Aber die hat damit ganz bestimmt auch nichts zu tun. Das ist so ein liebes Mädchen, wir haben beide nichts damit zu tun. Ich meine, hier können auch alle anderen Mitbewohner von dem Haus auch hier rein, also... Ja, damit, das habe ich Ihnen ja auch schon gesagt. Das ist jetzt erstmal ein Indiz für mich, dass Sie damit zu tun haben. Ich meine, das ist Ihre Waschmaschine, das gaben Sie auch so uns gegenüber an. Dementsprechend habe ich Sie auch in dem Zusammenhang auch schon belehrt. Dann würde ich sagen, wenn Sie das leugnen, bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter zu ermitteln. Dann sprechen wir jetzt erstmal mit der Mitbewohnerin. Ja, okay, ja, dann zeige ich Ihnen mal die Wohnung. Da bin ich ja mal. Will ich auch mal machen. Dabei rauskommt. Die Nachbarin erzählt den Beamten, dass in der WG der Frauen viele Leute ein- und ausgehen. Ein junger Mann weckt im Treppenhaus ihr Misstrauen. Moin Moin, wo kommen Sie denn jetzt auch bei mir? Von der Daria. So also ein Lächeln im Gesicht. Von der Daria. Daria? Ja. Daria ist ja eigentlich Ihre Mitbewohnerin, richtig? Ja, aber ihn kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, das ist eine gute Freundin, oder? Ja. Was haben Sie da gemacht? Ein bisschen geschnackt? Oder? Ein bisschen gechillt. Ein bisschen gechillt? Gequatscht. Okay, sonst haben Sie da nichts gemacht. Was haben Sie für einen Duft? Keine Ahnung. Was ist das für ein Parfüm? Wäsche. Ist jetzt nicht böse gemeint, ja? Also ich rieche das im Prinzip, das, was in der Tüte auch drin war. Ach, tatsächlich? Ja, ich möchte Ihnen jetzt auch nichts unterstellen. Ja? Können Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Können Sie mal kurz mal die Taschen mal leer machen? Ja, dann brauche ich da jetzt nicht reingreifen. Portemonnaie. Ach, war das das? Gewürz haben Sie abgeholt? Ja, gehen Sie mal, genau. Tütchen können Sie mir mal geben. Ja. Das ist von wem? Von der Daria oben. Ich dachte, Sie haben noch miteinander gesprochen und nichts abgeholt. Ja. Wie war Ihr Name? Ich habe das gerade nicht mitbekommen. Timo Knipp. Ja, Timo, haben Sie auch einen Nachnamen? Ja, Knipp. Knipp. Geben Sie mir mal bitte einmal Ihren Ausweis. Ja. Wollen Sie jetzt mehr zum Sachverhalt sagen? Müssen Sie nicht? Können Sie, wenn Sie sagen, ja, ist alles nicht so wie ich erzählt habe, sondern doch anders? Sind Sie öfters hier? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Gut, okay. Erläutern müssen wir Ihnen wohl nicht, dass das Ganze ja nicht erlaubt ist. Wollen Sie sich zu der Sache äußern? Nee. Wollen Sie nicht. Gut. Gut, wir müssen das von Amts wegen zur Anzeige bringen natürlich. Das Ganze stellt eine Straftat dar. Mhm. Wenn Sie Angaben zum Erwerb machen würden, könnte das mitunter berücksichtigt werden. Alter? 17. 17. 17 sind Sie, 17, ja. Also noch nicht volljährig, super. Das würde dann natürlich für Sie heißen, ne? Wir sind ja natürlich auch in der Pflicht, dadurch, dass Sie ja 17 sind, Sie auch quasi nach Hause fahren zu müssen, damit auch die Eltern davon in Kenntnis gesetzt werden. Auch wenn Ihnen das jetzt ein bisschen unangenehm jetzt ist. Trotzdem müssen wir der Fürsorgepflicht nachkommen und auch die Eltern davon in Kenntnis setzen, dass sie auch hier mit irgendwelche Zeugs da rauchen, dass man es auch nicht machen darf. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, ne? Ja, ein bisschen scheiße. Richtig, Sie haben es richtig ausgedrückt, das ist halt so. Hat die Kellnerin wirklich nichts mit den Drogen zu tun? In ihrer WG hörten die Beamten mehrmals die Klospülung. Muridemir hat einen Verdacht. Wir laufen mal unauffällig an Ihnen vorbei und Sie bleiben mal so lieb bei dem netten Kollegen. Dementsprechend spricht jetzt erstmal objektiv alles gegen Sie, werte Dame. Genau das, was ich gesehen habe. Ich muss ja gute Augen haben. Okay. Moritz? Ja? Ihr guckt erstmal mal auch von dem Zeug, was hier drin ist. Die Brille ist noch ein bisschen was. Und guck mal hier. An der Seite ist noch hier so ein... Ach gut. Päckchen, was identisch ist zu dem, was wir gerade hier von dem 17-Jährigen hatten. Ne? Ich nehme das mal an mich und frage mich immer. Kannst ja schon mal beginnen von mir aus. Die Mitbewohnerin hatte anscheinend bemerkt, dass die Polizei im Haus ist. Fraglich ist jetzt, ob ihr die Drogen gehören oder ob auch die Kellnerin etwas damit zu tun hat. Ja, es ist halt so, ja, es sind meine Drogen. Ernst, Daria? Ich habe Ihnen gesagt, dass du damit nichts zu tun hast. Es tut mir wirklich leid. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und das Studium, es ist so teuer und ich kann nichts. Damit wollen Sie sich dann finanzieren? Ja, weil... Arbeiten? Tun Sie noch nebenbei irgendwo arbeiten? Nein, meine Eltern, die haben auch kein Geld. Ja, aber wäre das Geld nicht eine Lösung? Ich bin völlig bei Ihnen mit dem kein Geld, wenig Geld oder und wie auch immer. Es tut mir wirklich leid und ich wollte dich nicht auch noch belasten mit meinem Geldproblem. Ja, aber ich habe doch auch einen Nebenjob. Wir hätten doch für dich was zusammen suchen können. Ja, aber ich wollte dich nicht noch belasten mit meinem Problem. Es tut mir wirklich leid. Aber dann kannst du doch nicht sowas machen. Ich weiß, aber ich habe keinen anderen Ausweg mehr gefunden. Es tut mir wirklich leid.
Unsere Maßnahmen hier an der Einsatzörtlichkeit sind noch nicht abgeschlossen. Wir müssen jetzt noch weitere Folgemaßnahmen veranlassen. Wir haben auch schon mit Arnold abgeklärt, dass wir hier einen Rauschmittelspürhund hinschicken, da wir die Wohnung uns noch mal genauer anschauen müssen. Im Vorfeld müssen wir uns natürlich auch noch mal mit einem Richter auseinandersetzen, damit wir die entsprechende Ermächtigung in dem Zusammenhang kriegen. Und wir müssen natürlich auch gucken, wie wir die weiteren Personen jetzt hier verarzten werden. Ich meine, Frau Leder hat hier ganz offensichtlich mit Betäubungsmitteln gehandelt. Dementsprechend müssen wir sie auch erstmal mit zur Wache nehmen, zum Sachverhalt vernehmen und unter Umständen auch erkennungsdienstlich behandeln. Die junge Dealerin wird wegen des Handels und Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt.